Zwetschgen oder Pflaumen oder der gute Apfel. Dieses Jahr war die Ernte sehr reich und die Leute haben einen sehr großen Überfluss und wissen zum Teil nicht mehr, was sie mit den ganzen Zwetschgen und Äpfeln alles machen sollen. Aber wie schaut es eigentlich aus mit Exoten, die man in unserem Gefilde nicht so häufig antrifft, aber die bei uns durchaus angebaut werden können und auch Früchte tragen können? Wie wäre es mit dem einen winterharten Granatapfel oder einer Kaki-Pflaume? Mehr dazu in diesem Video. Willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Permakulturprojekt Peace. Und ja, wie in der Einleitung erwähnt, habe ich mir heute mal neue Bäume bestellt, beziehungsweise sie sind heute angekommen. Das sind zwei Granatäpfel, die ich gerade umgetopft habe, weil die ein bisschen wenig Erde hatten, und eine Kaki-Pflaume, wie ihr eigentlich schon aus der Einleitung entnehmen konntet. Und da möchte ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen so allgemeine Background-Informationen zu den einzelnen Pflanzen geben. Wie gesagt, die Kaki-Pflaume hier ist halt so eine orangefarbene, gelbliche Frucht, sage ich mal. Das ist halt die Kaki, die dieser Pflaumenbaum trägt, und die schauen ein bisschen tomatenähnlich aus. Und ganz allgemein wird die Kaki in, im Mittelmeerraum oder eher im asiatischen Bereich angebaut. Zum Beispiel in China ist sie eine hochbegehrte Kulturpflanze. Sie wird dort schon seit mehreren tausend Jahren kultiviert und auch dementsprechend wertgeschätzt. Sie zum Beispiel Schatten spenden, weil sie jetzt, so groß wachsen kann. Vögel nisten gerne in der Kaki-Pflaume. Sie hat viele Inhaltsstoffe und Mineralstoffe und fördert halt allgemein die Gesundheit, und ihr wird auch eine entsprechende Langlebigkeit zugesprochen. Also solche Bäume können auch bis zu 100 Jahre alt werden. Zum Standort ist es halt relativ so gesagt, dass sie hat einen windgeschützten und sonnigen Standort bevorzugt. Und bei den Früchten ist es halt auch zum Beispiel wichtig, dass der Frost nicht zu früh einsetzt. Dann reifen halt die Früchte nicht nach, beziehungsweise sind halt unreif und eventuell kann man sie halt nicht ernten. Daher sollte halt der Sommer relativ warm sein, also ein guter warmer Sommer, wie wir halt dieses Jahr hatten. Und im Herbst sollte der Frost so spät wie möglich kommen. Zu der Frucht allgemein ist es auch zu sagen, dass sie ja dann reif ist, wenn die Schale weich ist. Das ist halt auch deshalb wichtig, weil sie Tanninen beinhalten. Das sind halt Nebenprodukte oder Schadstoffe, die ja den Organismus nicht so gut vertragen, ist halt ein Fressschutz. Deswegen, wenn die Kaki nicht mehr so hart ist, sondern reif, dann ist sie gut verzehrbar. Also zu den Granatäpfel kann man eigentlich auch ganz allgemein sagen, dass diese halt auch überwiegend im mittleren asiatischen Bereich angebaut wird und auch heute im Mittelmeerraum, weil dort halt natürlich auch die Bedingungen am optimalsten sind. Und bei den Granatäpfeln ist es halt auch so, dass sie halt auch einen langen Sommer benötigen, einen langen warmen Sommer, damit die halt auch gut reifen können. Und es gibt zum Beispiel im Mittelmeerraum, wenn halt die Bedingungen passen, dass halt die Blütezeit, die im Frühjahr zum Beispiel ist, dass halt dann der Granatapfel mit den optimalen Bedingungen auch länger, auch 2 bis 3 Blütenzeiten haben kann und dann dementsprechend auch mehrere Erntezeiten haben. Auch die Granatapfel kann bis zu minus 15 Grad Frost überstehen. Danach wird es halt ein bisschen kritisch mit dem Gehölz, also ist doch relativ winterhart. Genauso wie die Kaki-Pflaume, je nach Unterlage und Sorte ist sie halt auch dementsprechend winterhart. Ich habe jetzt hier auch eine winterharte Sorte
Das heißt, dass man die auch hier so gut kultivieren kann. Wenn sie noch jung sind, dann sollte man vielleicht eventuell noch Schutzmaßnahmen wie ein Vlies einsetzen, so nebenbei. In der Regel wächst so ein Granatapfel buschartig, also er wird 5 Meter hoch und 3 Meter breit. Und in der Kulturgeschichte wird halt auch dem Granatapfel vieles nachgesagt, dass er halt sehr wasserhaltig ist und dementsprechend auch die Schale auch sehr dementsprechend auch hart ist. Und ja, zum Boden allgemein kann man sagen, dass der Granatapfel sandigen Boden bevorzugt oder lockeren, feuchten Humusboden. Staunen ist es auch bei ihm halt nicht so optimal und Trockenperioden kann er auch gut überstehen. Ja, so viel kleine Informationen zu den Exoten, die ich mir wieder besorgt habe. Die Granatapfel wollte ich mir eventuell bei mir im Schrebergarten reinsetzen. Da muss ich aber erstmal nochmal kurz durchmähen, durchfräsen. Durchfräsen vielleicht nicht, aber das Beikraut wegmachen und die Biberfuß-Dachziegeln um die bisherigen Bäume, also um die Maulbeere und die Kiwis noch rumsetzen. Und für die Kahlgipfelhaube habe ich noch einen besonderen Platz, aber das kommt in den weiteren Episoden meiner Baumreihe. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Auch wenn ihr das Video in Social Media Kanälen wie zum Beispiel Facebook und Twitter teilen könntet, einen Kommentar hinterlasst, welche Exoten ihr zum Beispiel angepflanzt habt in eurem Garten, Balkon, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht. Und natürlich könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch auf die Glocke drücken, damit ihr auch benachrichtigt wird, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, diese Interaktionen helfen mir halt sehr und dadurch kann ich halt auch weiter mein Projekt fortführen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.